Guten Tag, hier sind wir wieder live in Butzbach, in der Butzbacher Sporthalle und ich bin natürlich wie immer nicht allein und ich freue mich wieder mit den Tobi, schön, dass du da bist, hier das Ganze moderieren zu dürfen. Schön, dass du da bist, Tobi. Ja, auch von mir ein herzliches Willkommen an dich. Ja. Lieber Lars, schön, dass du da bist. Dass ich das hier wieder mit dir machen darf. Sehr gerne. Geht schon gleich los. Unsere Jungs kommen. Da kommen sie rein. Ja. Genau. Laufen sie ein. Ja, heute gilt es wieder mal Punkte zu machen. Ansonsten der Abstieg liegt so nahe. Nein. Zwischen Fluch und Segen auch nicht. Zwischen Glück und Pech, so rum will ich sagen, liegt es jetzt. Und wir müssen unbedingt heute auch gewinnen, also der TSV Griedel. Aber das wird heute gegen TOS Holzheim schon doch nicht ganz so einfach. Ne? Ja, das glaube ich. Also Holzheim ist eine sehr gute, stabile Mannschaft. Ja. Finden sich, glaube ich, auf dem sechsten Tabellenplatz zurzeit mit 19-23 Punkten. Ja. Und ja, also wird heute eine schwere Aufgabe, aber wir haben gesehen, die Griedler Jungs kennen das. Gerade bei den Heimspielen, wo wir moderieren, ja, da genau. Laufen sie ja immer zur Höchstform auf und müssen deswegen... Sie. Man muss auch dazu sagen, wir gehen immer vor in eine Kabine und motivieren sie. Aber auf jeden Fall ist es schön, dass wir hier wieder übertragen können, gerade für diejenigen, die nicht vorbeikommen können, wie zum Beispiel die... allerbeste und schönste Frau der Welt, der Angie, die jetzt krank zu Hause liegt. Und schöne Grüße auch an die Mädels. Werd wieder gesund. Vermisst euch natürlich hier in der Halle, keine Frage. Aber ich hoffe, ihr schaut zu und genießt das Spiel hier mit uns beiden. Bestimmt machen die das. So, aber irgendwie brauchen sie heute ein wenig länger, ne? Kann das sein? Ja, Holzheim ein bisschen später aus der Kabine vielleicht gekommen. Schiedsrichter ziehen jetzt auch noch gemütlich ihre Jacken aus und ja, jetzt geht's aber los. Jetzt geht's los, oder? Ja. Jetzt wird nochmal eingelaufen. Applaus von den vielen Zuschauern, die hier in Butzbach sind. Ja, jetzt nochmal fair abgeklatscht. Ja. Allen faires Spiel, verletzungsfreies Spiel vor allem, ist ja auch immer sehr wichtig beim Handball. Ja, das ist ganz wichtig, ja. Ja. Du als alter Handballer, ne, der Männer 3. Ja.
Nächste Runde wieder, ja. Ich habe gesehen, ihr habt neue Trikots von unserem Sponsor. Erst auch mal da, vielen Dank. Ja, ja, hat uns netterweise Neumann Fahrerservice aus Obermörlen unterstützt, hat die gesponsert. Und ja, freuen wir uns natürlich riesig. Wir haben sogar noch einen Satz Aufwärm-T-Shirts bekommen von der Änderungsschneiderei hier in Butzbach. Ah, okay. Ja, die haben auch nochmal eingegriffen und uns finanziell unterstützt. Also wir sind für die nächste Runde schon sehr gut ausgestattet. Dank natürlich unseren Sponsoren. Genau. Was enorm wichtig ist, dass die uns da unterstützen und uns finanziell unter die Arme greifen. Das ist halt mal wichtig. Ja, was lebt halt von Sponsoren, das ist halt Vereinsarbeit. Und deswegen ist es auch schön, dass wir unsere Sponsoren hier nennen können. Auch für zukünftige Sponsoren sehr interessant, weil gerade der Livestream, der vielleicht nicht immer, sagen wir mal, live frequentiert ist, aber dann im Nachhinein doch sehr, sehr stark beansprucht wird, also im positiven Sinne. Jetzt geht's los. Von daher, ja, motivieren wir natürlich auch andere Sponsoren. Genau. Könnt euch gerne bei uns melden, hier in YouTube in die Kommentare was schreiben, wenn ihr Interesse habt, und ja, wir leiten das dann und weiter. Apropos Sponsoren, wir haben natürlich heute wieder einen Preis zu vergeben. Heute hier in dieser Runde, man kennt das vom letzten Mal schon, haben wir ein besonderes Spiel für die, die natürlich zuschauen. Wird heute von Go Fitness gesponsert, und zwar Sauna-Gutscheine. Ja. Das ist doch was Tolles, oder nicht? Ja, genau. Ja. Go ist schon ein langer Sponsor von uns, auch vom TSV Gredel. Ja. Wo sich auch die Jungs ziemlich fit halten. Genau. Hat nicht nur ein Fitnessstudio, sondern auch einen sehr schönen Saunabereich. Genau. Wo man mal die Seele baumeln lassen kann, und ja. Und wie kann man den gewinnen? Wie immer mit einem Chatspiel oder Schätzen kann man schon gar nicht sagen, weil letztes Mal hat der Gewinner exakt das Endergebnis prognostiziert. Das war überragend, das ja. Das war wirklich überragend. Also es geht darum, dass ihr die ersten 15 Minuten jetzt das Halbzeitergebnis bitte erraten sollt, bitte. Den könnt, das wäre wichtig. Und natürlich in der zweiten Halbzeit auch ganz wichtig, bis zur Minute 45 genau, das Endergebnis zu schätzen. Und derjenige, der am nächsten dran ist an einem Ergebnis, der gewinnt diesen tollen Saunagutschein von Go Fitness. Und wenn einer das genau trifft, kann gerne mit unserem ersten Vorsitzenden, den Marc Olaf Kaiser, zusammen in der Sauna gehen. Oder? Genau. Also da müssten jetzt aber viele sich aber anstrengen, um hier reinzukommen. Hast du gerade gelacht? Nee, ich finde es schön. Also, das ist schön. Das ist schön. Ist ja auch mal was mit unserem ersten Vorsitzenden. Ja, ja. Auch ein sehr geselliger Mensch. Ein sehr geselliger Mensch. Mal in die Sauna zu gehen, ja. Und ja, ja, mal einen schönen Abend zu verbringen. Warum nicht? Ja. Dürfen wir eigentlich auch mitspielen? Nee. Wir sind ja Personal hier, deswegen dürfen wir nicht mitspielen. Ja. Ja. Es geht schon heiß her, und für ein Heim, also für TSV Gredel 2-1 steht es jetzt gerade. Geht schon gut los. Aber wie gesagt, TSV Holzheim ist hier schon auch ein Favorit. Das muss man einfach sagen, hast du ja auch gerade gesagt. Und die Jungs werden sicher wie immer mal ranroppen. Oh, jetzt genau. Gibt's da, ja, gibt's ein, ja, Problem. Marschbefehl. Ich glaube, ein Problem vielleicht mit der Uhr oder mit irgendeinem Spieler, der nicht aufgeführt ist. Okay. Weiß ich nicht, aber lässt sich relativ wohl schnell klären. Naja, und weiter geht's. Was war das? Müssten wir vielleicht nachher mal die Schiedsrichter fragen. Oder die Zeitnehmer, die es natürlich auch hier ehrenamtlich machen. Zeitnehmer, Sekretär. Ja, ja. Die hier auch bei jedem Heimspiel immer zu zweit sitzen, muss man ja auch mal loben. Ja, das stimmt, ja. Dass die ihre Zeit und hier aufbringen. Ohne die ja auch das Handballspiel nicht möglich wäre. Da hast du vollkommen recht, ja. Genauso wie ohne uns keine Live-Übertragung stattfindet. So ist es. Also was ist wichtiger? Natürlich die Live-Übertragung. So ein Zeitgeber, okay. Nein, ist natürlich genauso wichtig. Das war natürlich nur ein Spaß. Ja, noch ausgeglichen nach 3,5 Minuten.
Ja. 3-2 für den TSV Griedel. Aber natürlich wie immer der Superstar von TSV Griedel am Start, die Nummer 9. Ja. Mhm. Dein Lieblingsspieler. So ist es. Tobi hat es heute irgendwie schwer. Können wir. Er atmet heute schwer. Atmet heute schwer, echt? Ja. Du. Okay. Ist kein Problem. Kriegen wir hin. So, wir können mal ganz kurz die Aufstellung. Gerne, ja. Wir haben. Fangen wir mal auf Griedler Seite an. Obwohl, nee, Gast zuerst, ne? So gehört so sich das. So ist das, ja. Ja. Spielt mit der Nummer 1 der Fischer, mit der Nummer 5 Langenau, mit der Nummer 8 Tschudikin, die 9 trägt der Fischer, die 10 Giebenhain, die 11 Lazaro, die Nummer 13 Waldforst, die Nummer 15 Wolfgramm, die Nummer 17 der Jakobi, mhm. die 18 Fischer, die 20 Schenk und die 24 Meffert. Auf der Bank Trainer, Betreuerin, Physio, einmal Dietrich, Jung und Osman. Ja, du machst es, wenn dann richtig. Ja, ja, gehören ja alle dazu, ne? Na klar. So, und warten wir jetzt kurz. Ah, spitzer Winkel für unsere Nummer 3. Der Sieg, ja. Das ist halt das gefährliche Spiel, was Holzheim sehr gut kann. Die zweite Welle zu gehen, über die Außen abzuschließen. Ich glaube, das hat unser Trainer auch vor dem Spiel angesagt, mhm. Dass wir darauf enorm achten müssen, ja, weil die uns sonst überrennen werden. Okay, also das heißt, sie sind da tempostark, das willst du damit sagen? Ja, ja, auch sehr effektiv. Mhm. Laufen sie konsequent und gute, schnelle Außen, da müssen wir halt schnell zurück. Nochmal nachgesetzt vom Marc. Einen Freistoß rausgeholt. Mhm. Ah, muss der Marvin besser gucken, wo der Torhüter steht. Stand schon in seiner Ecke. Ah, schade. Mhm. War das Zeitspiel angezeigt? Treffen wir leider nur den Pfosten. Vielleicht war es ja wirklich so, dass ein Ersatzspieler noch gesucht wurde, möglicherweise. Oder der falsche Spieler am Platz, am Start war, weil jetzt kam ja gerade einer, ne? von der TSU. Holzheim? TUS meine ich. Ja, Holzheim, da kam jetzt gerade einer. Vielleicht ist dann doch das, war doch das Irritierende dabei gewesen. Möglicherweise. Ja, kann gut sein, ja, hast du recht. Er steht da nämlich schon bereit. Natürlich begrüßen wir auch unsere Gäste, das ist ja gar keine Frage. Und muss sagen, dass hier unsere Tribüne ganz gut gefüllt ist. Natürlich, die meisten sind vom TSV Griedel, ganz klar. Und wir hoffen natürlich, dass die TUS Holzheim-Fans hier zuschauen. Und wie gesagt, denkt an unser Gewinnspiel. Ihr habt doch bis Minute 15 Zeit, wobei der Tobi, ich will schon mal sagen, der ist immer sehr gnädig dann mit solchen Dingen. Und gibt vielleicht noch 5 Minuten mehr, aber... Nee, also... Heute nicht? Nee, heute nicht. Was? Das war das erste Mal beim letzten Heimspiel, ne? Wo wir es ausprobiert hatten. Du meinst, beim ersten Mal muss man schon ein bisschen vorsichtig, ja, und gnädiger sein? Da hatten wir noch mal ein bisschen... Wir reden aber jetzt immer noch von dem Gewinnspiel. Ja. Ach so, mit dem ersten Mal und da muss man... Ach so. So. Ja, 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 okay. Jetzt habe ich es verstanden, jetzt was du meinst. Jetzt hast du es verstanden, ja.
Du hast mir die Steilvorlage gegeben. Ja, nee. Wir haben gesagt, 15 Minuten. Wie gesagt, beim ersten Mal hat man noch mal einen Ticken draufgegeben. Ja. Vielleicht war der ein oder andere Zuschauer, musste sich noch bei YouTube anmelden, ja, um es zu kommentieren. Das stimmt, vollkommen richtig. Das kann mir ja mal sagen. Ihr müsst natürlich in, ganz wichtig, das haben wir ganz vergessen. In die Kommentare. In die Kommentare, im Chat, im YouTube-Chat müsst ihr schreiben, die Ergebnisse. Also bis Minute 15, die erste Halbzeit und dann... Natürlich kann man es erst gewinnen, wenn man nachher das Endergebnis in der Minute 45 richtig oder nahe geschätzt hat. Und derjenige, der nah dran ist, der bekommt den tollen Gutschein von Go. Unser, ja, Fitnesshaus in Butzbach. Das Beste natürlich, was hier in der Gegend zu finden ist. Ja, auf jeden Fall. Ja. So, jetzt haben wir unsere Gäste aus Holzheim vorgestellt. Jetzt haben wir doch tatsächlich vor lauter Gewinnspiel und hin und her, ja, unsere eigene Mannschaft vergessen vorzulesen, wer das, heute das für den du TSV Griedel selbstverständlich aufläuft. So. Schon richtig. So, die Nummer 2 trägt der Cool, die Nummer 3 der Sieg. Der Sascha natürlich, jeder wird ihn kennen wahrscheinlich. Die Nummer 5 der Vogel, die Nummer 6 der Engel, die 7 der Grieb. Die 8, der Nils Sieg, sein Bruder. Die Nummer 9, Lars, kennst du? Das weiß ich gar nicht, ich überlege. Der Marcel, nee, naja, der Lukas Hörni etwa. Nee, doch, auch nicht. Genau. Der trägt die 9. Ja, selbstverständlich, was ist denn das für eine Frage? Ja, das ist ja wohl, ja. Mit der 11 ist der Shep dabei, der ja schon seit 3 Spielen jetzt sich aus der zweiten Mannschaft hier festgespielt hat, ja, in der ersten Mannschaft. Und sehr, sehr gut gemacht. Sehr jetzt, gut, ja. Noch sitzt da auf der Bank, aber ich denke mal, der wird auch noch mal kommen. So, die 20 trägt der Gretschab, die 22 im Tor der Paarjung, die 24 Stania, die 28 auch im Tor der Krüger und die 41 der Orisch. So. Na, jetzt hat Holzheim Lauf. Achso, die Trainer dürfen wir natürlich auch nicht vergessen. Ja. Auch bei uns auf der Seite sitzt einmal Weiß, Schäfer und Krassel auf der Bank. Ah, sehr gut aufgepasst vom Lukas. Und warum? Ja, hab jetzt so ein bisschen gefühlt, stockt ein bisschen. Und warum? Weil er es einfach kann. Weil er es einfach kann. Ah, ich glaube, alle Spieler können das. Nur ist manchmal die Frage, ob sie es wollen. Was ist denn das für eine Frage? Na, ja, das ist auch richtig, vom Carsten die Auszeit mal zu nehmen. Ja, einfach mal das Spiel wieder zu unterbrechen, ne? Ja, einfach seiner Mannschaft nochmal klare Anweisungen zu geben. Ich glaube, so war die Ansprache vorm Spiel nicht, dass wir nach 11,5 Minuten nur 4 Treffer erzielt haben. Das hat er sich anders vorgestellt. Und ja, einfach nochmal im Angriff ein paar Aktionen anzusagen. Ich denke mal, das ist jetzt so das Hauptaugenmerk. Und dann sehen wir, glaube ich, gleich auch viel mehr Tempo, mehr Spielzüge im Angriff. Und er hat jetzt nochmal gewechselt. Da kommt da schon der Jan. Der Henry, der Lukas, kriegt mal kurz eine Pause. Romeo, jetzt auf halb rechts. Das ist der Jan dann auf halb links. Eigentlich sind wir gewohnt, dass wir ihn am Kreis sehen. Ja. Aber ich glaube, da sind wir heute sehr gut besetzt. Kann der Jan ruhig im Rückraum aushelfen. Ja, aber wie gesagt, im Grunde Anweisung hast du gerade gesagt, so ein Timeout, ja, den nimmt man natürlich aber auch, den Spielfluss zu unterbrechen, ja, das ist ganz klar. Ja. Da ja, stand die Abwehr im Kreis, hat der Schiedsrichter gut aufgepasst. Ja, 12. Minute, 4:7 für die TUS Holzheim. Da müssen die Jungs Gas geben, du kennst unsere 4-Tore-Regel.
Ja, die kenne ich. Sie tritt jetzt bald ein. Aber schön gespielt. Wieder ausgeglichen. Sehr gut. Sehr schön gespielt. Ja, ich gucke gerade mal zu den Zeitnehmern. Jetzt wohl erst der Spieler, der eben hier angekommen ist, wird jetzt wohl erst nachgetragen. Genau, ja. Also kann wohl, glaube ich, vorhin dann das Problem nicht gewesen sein. Achso, okay, okay. Ja, ein bisschen Körperkontakt bekommen. Kriegt er keinen Freistoß, auch wenn er ihn gerne hätte. Hätte man auch geben können. Also ich erinnere nochmal an unser Gewinnspiel, Minute 14, bitte tragt Ergebnisse ein, hier im Chat. Ja, ansonsten gehen wir zwei mit Marc in die Sauna. Mit Marc in der Sauna? Nee, das würde ich natürlich nur dir überlassen, weil das ist nur hier die ganz großen Ehrenmitglieder, dürfen damit rein. Ja? Also ich jetzt eher weniger. Gehörst du auch dazu? Nein, für mich, ja. Also jetzt im Herzen meinst du? Ja. Ja, aber jetzt im Verein wahrscheinlich nicht. Eieiei. Da gab es nochmal Rempler. Hm? Ja, weiß nicht, was sie angezeigt haben. Falsche Sperre vielleicht. Ja, schön. Ja, Stürmerfaul haben sie angezeigt. Spieler haben gerade auch nochmal gefragt. Ja, sehr gut umgeschaltet natürlich vom TSV Gredel. Eine 4-Tore-Regel ist jetzt wieder in weiter Ferne gerutscht, zum Glück, aus Griedeler Seite. Das war einfach nur die Ansage allein, hat schon Angst gemacht, hast gemerkt. Ja. Ja, also manchmal, glaube ich, verstehen sie uns da unten. Ich hoffe. Schön gemacht vom Romeo. Lang gewartet in der Luft. War zwar ein Abwehrspieler noch dran, aber bei der Wurfgewalt vom Romeo. So, wieder Ausgleich. 8:8. Schönes, spannendes Spiel bisher. Ja, finde ich auch. Zwar nicht viel Tempo drin. Also wir haben ja schon... Ich wollte gerade sagen, ne, wollte dich gerade fragen. Es kommt so ein bisschen so wie eine kleine Pfadfindergruppe, die sich hier rantastet. So. Also es ist jetzt nicht dieses Tempospiel, was wir so... Oh, hast du das gesehen? Ja. Super. Kommt der Marco ins Tor, gleich eine Doppelparade. Top, top. Ja. Nein, aber trotzdem ist nicht das Tempospiel, was wir sonst so kennen. Nee, das stimmt. Also letzten zwei Spiele, die wir gesehen haben, war mehr Tempo drin, mehr erste Welle. Aber ich glaube auch einfach, dass das der Carsten ein bisschen vorgegeben hat, der Trainer. Wir bauen vorne ruhig auf, wir suchen uns die hundertprozentigen Chancen. Wir wollen keine schnellen Gegentore kassieren, was vielleicht die ersten 10 Minuten passiert ist. Ja. Und ja, dass er das vielleicht deswegen gemacht hat. Ja. Gut drauf heute, Henry, unser Linksaußen. Ja. Schon zwei schöne Tore gemacht. Spielzug wird angesagt.
Kurzer Wechsel mit dem Jan. Ja, schön durchgesetzt vom Jan. Ja, so ein bisschen, glaube ich, merkt man die Spannung, ne? Ja. Hier in der Halle, dass es hier um TSV Griedel auch gibt. Auch die Zuschauer heute ungewöhnlich ruhig. Aber kommt vielleicht noch. Ja, das ist natürlich, wie du schon gesagt hast, man schaut jetzt natürlich, ja, der Stream hängt, haben wir gerade gesehen, müsste wieder behoben sein. Haben wir auch gerade gesehen. Ja. Schönen Treffer vom Sandro. Ja. Läuft wieder sehr schön. Vielen Dank für euren Kommentar. Ja. Wir arbeiten hier so ein bisschen mit manchmal Schwierigkeiten, dass wir in der Halle kein DSL oder sowas haben. Sondern wir müssen uns mit Funk zufrieden geben und wenn wir es natürlich in HD übertragen, kann das mal passieren. Das ist ab und zu mal. Ja, sehr schön gespielt vom Jan. Auf unseren Kreisläufer. So. Haben wir die Führung. 11:10 für den TSV Griedel. Sehr schön. Ja, ich finde, die Jungs machen das auch gut. Die ersten 10 Minuten bis zur Auszeit vom Carsten. Ja. Haben sie vielleicht nicht genau das umgesetzt, was der Carsten sehen wollte. Aber jetzt hier nach der Auszeit, glaube ich, hat Holzheim auch noch kein schnelles Tor wieder erreicht. Die müssen auch hart arbeiten für ihre Tore. Und ja. Wir gehen die zweite Welle, gucken, was geht. Geht nichts, bauen wir langsam auf, suchen uns die klaren Chancen. Torschiri nicht so gesehen. Torhüter hat gesagt, er wäre noch dran gewesen. Dann hätte es natürlich Tor abgegeben. So geht es weiter mit einem Wurf für den Griedel. Das ist dir aufgefallen, ja? Ja. Okay. Ich sag doch, Tobi ist hier unser Schiedsrichter in dem Rang. Am Rang, ja. Ja, steht natürlich der Block gut von Holzheim, das muss man sagen. Die wissen auch, ich glaube, da haben sich auch Videos angeguckt. Klar. Ist ja durch uns natürlich auch möglich, ja, ne? Klar, logisch. Dass man sich die Videos auch nochmal ein bisschen später angucken kann. Nochmal schauen kann, wie eine Analyse ist. Genau, genau, ja. Und glaube ich, hat sich in unserer Klasse halt rumgesprochen, dass wir den Romeo haben, dass der eine gute Sprungkraft hat. Und auch einen harten Wurf hat. Und ja, da stehen sie regelmäßig mit zwei Leuten, haben die Hände hoch und blocken die Bälle ab. Muss der Romeo vielleicht mal einen Meter vorher abspringen, dass er ein bisschen Platz hat und kann seine Qualität zeigen. Aber jetzt wurde wieder ein Timeout genommen, ein Break. Genau, diesmal von Holzheim. Jawohl. Weil sie jetzt gemerkt haben, jetzt kommen die anderen wieder ins Spiel rein und deswegen auch das mal den Fluss einfach mal dort zu unterbrechen. Ne? Ja, haben jetzt in den letzten 10 Minuten 4 Tore geworfen. Auch ein bisschen wenig für eigentlich einen sehr starken Angriff. Beziehungsweise erste Welle, zweite Welle, was sie eigentlich immer konsequent laufen. Ist der TSV Griedel natürlich gut unterbindet und ja, vielleicht dann nochmal den einen oder anderen Spielzug. Abwehr finde ich schon bei Holzheim, macht einen ganz guten Job. Die stehen sehr kompakt, helfen sich gegenseitig. Ich glaube, da gab es nur mal die eine oder andere Anmerkung für den Angriff, was sie spielen wollen. Und ja. Na. Oh. Na, schalten wir auch mal die Kamera weg. Machen wir.
Die Schiedsrichter werden sich jetzt beraten. Aber ja, also ich glaube, der Marvin war es, ne? Ja, ja. Er hat ihn, hat ihn natürlich im Gesicht getroffen. Aber der Ball war auch am Gesicht. Also ich glaube, hat erst den Ball mitberührt, dann natürlich den Gesichtstreffer. 2 Minuten, von daher völlig in Ordnung. Über mehr braucht man auch nicht nachdenken. Alles in Ordnung. Ja, das ist halt auch immer unglücklich, ne? Ja, es ist. Handball ist natürlich auch so ein schneller Sport. Da eine kurze Bewegung. Das geht alles so schnell. Das kann mal passieren. Hauptsache dem Spieler ist keine große Verletzung hinzugefügt worden, beziehungsweise spielt er schon wieder weiter. Und das ist eigentlich so das Wichtigste. So, Gredel natürlich jetzt in Unterzahl für 2 Minuten. Ja. Oh. Ja, waren die Bauchmuskeln mal nicht angespannt, glaube ich. Ja, wir schalten natürlich wieder weg, weil das will keiner sehen, wollen wir auch nicht zeigen, will man auch selbst nicht, wenn man in der Lage ist oder wenn man da selbst betroffen ist. Ich hoffe, das zu entschuldigen, dass wir das immer so machen. Also ist jetzt nichts Größeres, wir können es ja hier vorne sagen, hat glaube ich einen Arm, einen Schlag vielleicht in den Bauch gekriegt. Ja. War nicht so ganz die Körperspannung da. Natürlich ist es schmerzhaft, selbst wenn man die Bauchmuskeln anspringt, aber ja. Als Außenspieler gegen den, Nils da auf der Mitte, da tut es dann halt auch mal ein bisschen weh. Aber alles fair, alles in Ordnung. Brauchen wir auch über nichts anderes drüber nachdenken, wie Zeitstrafe oder irgendwas. Also von daher. Ja, vor allem, es geht ja auch, wie du, er spielt ja auch schon wieder, ne? Glaube ich. Ja, glaub schon, ja. Und das wird doch belohnt. Ja. Aber war jetzt doch actionreich, was so, sag mal, der Bodycheck so angeht. Ja, also ich glaube, Emotionen sind immer drin, bei jedem Handballspiel, auch bei jedem einzelnen Spieler. Ja. Ja, das ist natürlich Griedel. Ja, oh, der gut aufgebaut vom Henry. Sehr stark. Vorne wach geblieben bis zur letzten Sekunde. Für Sandro natürlich ein schwieriger Winkel. Sind ja auch einer weniger im Angriff, aber musste sich nehmen den Wurf. Ja. Naja, umso besser, dass der Henry so gut aufgepasst hat und hat das Ding verwandelt. Ist natürlich enorm wichtig. Wenn du in Unterzahl bist, machst ein Tor und hast jetzt sogar in der Abwehr noch hinten den Ball gewonnen, hast die Möglichkeit, wieder mit einem Tor in Führung zu gehen. So, gleich wieder vollzählig. Genau. Spielen wir wieder 6 gegen 6. Ja, TSV Griedel, TUS Holzheim, 12-12. Wir sind in der 23. Minute und 30 Sekunden laufen bereits. Ja, schön durchgezogen vom Lukas. Ja, aber wenn du sagst 23. Minute, was macht denn eigentlich unser Gewinnspiel? Ja, irgendwie, Tobi hat das jetzt nicht gezogen. Wir hätten dann doch noch jemand mit zur Sauna gehen lassen sollen. Ich habe gedacht, unser erster Präsident, das wäre jetzt was, aber... Ja, oder sie sind abgestreckt. Was, abgestreckt? Abgeschreckt. Abgeschreckt? Ja. Dass sie nicht mit unserem ersten Vorsitzenden in die Sauna gehen wollten. Ach so. Ja gut, das war ja, das wäre so ein Bonusmodell gewesen. Man hätte sich das ja aussuchen können. Wir hätten wahrscheinlich sagen müssen, mit dir in die Sauna. Ja, das wäre wahrscheinlich besser gewesen. Ja. Weiß ich nicht. Ja, das lasse ich jetzt mal so im Raum stehen. Also ich kann schon mal an den Zuschauern sagen und Zuschauerinnen, weil Tobi ist gut. Schöner Pass. Weil Tobi ist gut durchtrainiert, also das wäre schon, also kann man sich anschauen. Also für die Sauna jetzt, meine ich. Ja. Naja, ist klar.
Ja gut, Gutscheine verfallen nicht. Nee. Man muss beim nächsten Heimspiel. Ja, da müssen wir halt noch einen drauflegen. Ja. Hilft ja nichts. Ja. Hilft ja nichts. Aber ihr könnt, heute werden zwei Spiele übertragen. Das wäre natürlich... Na, Moment. Haben wir gleich denselben Gedanken, oder wie? Nein, den wollte ich jetzt nicht. Ich wollte nur sagen, im zweiten Spiel kann man einen Gutschein von unserem langjährigen Partner herstellen. Entschuldigung, dass ich dich kurz unterbreche. Das war super stark gemacht gerade. Schön im 1 gegen 1 durch. War genau Platz zwischen dem Kopf vom Torhüter und der Latte, wo er drunter gesetzt hat. Schönes Tor, 3 Tore Führung. Ja. Super für den TSV Griedel. So, kommen wir nochmal zurück. Ja, vor allen Dingen unser Bauzentrum, Gerd. Da kann man 50 Euro gewinnen im zweiten Spiel. Ich meine, wenn wir das natürlich jetzt nicht verbrauchen, dann könnten wir vielleicht nochmal den Saunagutschein nochmal ein bisschen anreichern. Also wir tauschen das nochmal mit dem ersten Vorsitzenden und ich glaube, wir nehmen dich jetzt dafür. Also als Bonus. Ich sehe schon. Ich kann ihn nicht überzeugen. So kommen wir wieder zum Spiel. Interessanterweise hast du am Anfang gesagt, naja, die Holzheimer, die sind hier Favorit für dich und momentan sieht es ja sehr ausgeglichen aus und vor allen Dingen sehr positiv für den TSV Griedel. Ja, hast du sehr gut aufgepasst. Ja, also ich hätte schon mal nicht gewonnen. Ich hätte schon wieder ein anderes Ergebnis geschätzt. Ja, aber das ist das, was ich vorhin auch gesagt habe mit dem Romeo, der braucht einmal ein bisschen mehr Platz, soll er lieber von weiter hinten abspringen. Der ist so wurfgewaltig. Ja. Jetzt gab es Beschwerden. Naja, läuft der Spieler einfach zu, macht seine Schritte und die Schiedsrichter lassen es weiterlaufen. Entweder hat der Feldschiedsrichter mal kurz geträumt oder woanders hingeguckt. Hätten wir auf jeden Fall Ballbesitz für den TSV Griedel entscheiden können, finde ich. Ja, schade. Verpasst der Sandro natürlich. Aber Glück für den TSV Griedel. Ja. Doch kein Treffer. Ja, der Außen spekuliert immer mal ganz gerne. Mal geht's gut, mal geht's nicht gut. Ja, das war jetzt. Vielleicht haben wir wieder einer zu viel. Der Carsten sagt es auch schon da drüben ruhig. Ich weiß nicht, wir führen 3 Minuten vor der Pause mit 4 Toren. Ob wir uns dann natürlich so einen schnellen Abschluss, wie wir es gerade vom Romeo gesehen haben, nehmen muss unbedingt. Ja. Weiß ich halt nicht. Natürlich, der Romeo hat ein großes Selbstvertrauen. Der knallt auch normal so Dinger rein, aber ja. Ich glaube, wir werden im nächsten Angriff mal ein ruhiges Aufbauspiel sehen. Ja, aber momentan ja auch komfortabel, ne? Weil wir sind ja für unsere vier Tore-Regel setzt gerade ein. Sie müssen es natürlich jetzt noch mit einem Tor mehr beweisen, aber trotzdem ist es doch sehr komfortabel für den TSV. Vermeintlich komfortabel, ich weiß, es ist nicht viel, aber ja. Ich glaube, da muss man jetzt Ruhe bewahren. Ja, allgemein schon. Also ich jetzt persönlich nicht gedacht. Ich weiß nicht, wie das andere Leute sehen, die hier auch zugucken. Oder unser Trainer, der Carsten. Wenn du zu ihm gegangen wärst und hättest gesagt, komm her, pass auf, ersten 30 Minuten, wie sieht's aus? Man sagt da unentschieden, wäre gut für uns. Wenn wir nur mit einem oder zwei zurücklegen, wäre es auch okay gegen Holzheim. Aber dass wir halt mit, ja... 4 Toren, jetzt nur noch 3, kurz vor der Halbzeit führen. Ist natürlich super, enorm wichtig auch für unsere Jungs, für den Kopf. Ja. Ja, also bin positiv überrascht. Ja, so. Ja, ich genauso. 16-13 für TSV Griedel und das noch eine Minute zu spielen ist natürlich ja, sehr gut. Genau, das ist das, was ich gesagt habe. Bauen wir ruhig auf. Boah. War auch ein bisschen Glück dabei, aber Treffer zählt. 17-13. Und wieder hinten die Abwehr richtig gut zusammengehalten. Wir verhindern das gerade, was Holzheim ausmacht oder stark macht. Ja. Die erste Welle über die Außen. Und dann hat es Holzheim natürlich schwer. Ja, noch knapp ein bisschen über 30 Sekunden zu spielen. Wäre nochmal für einen Angriff gut, ne?
Ja, ich glaube, wir spielen es jetzt ganz entspannt runter. Vielleicht noch mal einer geht ins 1 gegen 1. Ja, 20 Sekunden sind noch da. Ja, vielleicht haben wir ja auch Glück und wir Lukas, gehen mit einer Lukas, wo vier bist Tore. Du? Lukas kommt und der Lukas kommt. Und der Romeo kommt. Ja, ah, yeah, aber stark gemacht. Und noch 5 Sekunden. Ja, es ist dann immer. Ah. Ja, da ist sie, die Halbzeit. Mein Lieber, das war natürlich sehr, sehr, sehr spannend, wie ich finde. Also hätten wir das gedacht, also ich ehrlich gesagt nicht. Also bin ich ehrlich, dass wir so ein Ergebnis vorfinden, ist eine tolle Geschichte, finde ich. Ja, definitiv. Ja, okay. Und was machen wir jetzt? Wir müssen uns irgendwie, jetzt eine ganz kühl und ganz kalt, ein Kaltgetränk zu uns nehmen. Das wollte ich damit sagen. Genau. Das wäre ganz wichtig und vorher... Müssen wir natürlich noch Pause machen, weil wir natürlich wollen, dass alle sich Getränke holen können, nicht nur wir. Und Tobi, du weißt ja, ich trinke immer gerne irgendwas mit keinem Alkohol halt. Was Frisches. Natürlich, ja. Vor allen Dingen auch wichtig, dass unsere Sponsoren eingeblendet genau, werden. Genau, die kommen jetzt Werbung nämlich auch. Für sie. Und ja, so wir hören wir uns dann gleich wieder. Ja, dann bis gleich, bis bleibt gleich. Dran. Ja, ciao. Sie haben Wünsche, Träume und Ideen? Dann machen Sie es. Wir haben die lösungsorientierte Fachberatung, inspirierende Ausstellungen und professionelle Sortimente für Profis und Privatkunden. Ideen und Machen. I&M Bauzentrum. Ihr regionaler Partner rund ums Bauen, Renovieren und Verschönern. Wer hätte gedacht, dass unser Zuhause so wichtig werden würde? Heute ist unser Zuhause ein magischer Ort, an dem wir träumen. Vom Wiedersehen mit der ganzen Familie. Vom gemeinsamen Kochen mit den Freunden. Und von neuen Einrichtungsideen für den schönsten Ort der Welt. Diesen Traum können wir Ihnen erfüllen. Wir freuen uns auf das Wiedersehen in unseren Filialen, denn am besten beraten wir Sie von Mensch zu Mensch. Unsere Berater sind für Sie da, gerne auch telefonisch und neu per Videochat. Oder auch mit angemessenem Abstand bei Ihnen zu Hause. Alles Wissenswerte erfahren Sie auf opti-wohnwelt.de. Vielfach ausgezeichnet. Ihre Nummer 1 ist immer für Sie da. Opti Wohnwelt. Wir machen zu Hause.
So, wir sind wieder zurück. Wir sind wieder zurück. Ich hoffe, ihr habt alle Getränke besorgen können. Wir haben es getan. Der Tobi hat wie gefordert mir eine Orange mitgebracht. In Form einer Flüssigkeit. Ein isotonisches. Ja. Also Flüssigorange. Man könnte ja auch Orangensaft sagen, aber das wäre zu einfach. Ja, schön, dass ihr wieder da seid. Es geht jetzt gleich weiter hier. Alle sind heiß. 17 zu 14 für den TSV Kriedel. Ist natürlich komfortabel, weil wir dann wieder mit unseren fast vier Toren kommen. Oder? Ja, also wir hätten die Chance gehabt. Hallo, hier aufmerksam. Wo mit, bist du? Mit vier Toren in die Pause zu gehen. Der Tobi, der ist schon wieder bei der Sauna. Ich immer bin noch. Ja. Ja, also wir hätten die Chance gehabt, mit vier Toren in die Pause gehen zu können. Jetzt sind es nur drei, aber wir haben den Ball, sind gleich im Angriff. Und von daher, glaube ich, führen wir auch gleich mit vier Toren. Na dann. Ja. Schönes Tor vom Sascha. Da war deine Prognose richtig. Spitzenwinkel gehabt, aber trotzdem sehr gut gemacht von ihm. Gut. Wir zwei kennen natürlich auch seine Qualität, die er von außen mitbringt. Na klar. Genauso wie sein Bruder auf der Mitte oder ja, jeder einzelne Spieler auch auf der Platte vom TSV Kriedel. Ja, war vermeidbar. Der 7 Meter. Ich glaube, der Margo Helden. Ja, war nicht dran, aber Tor zählt trotzdem nicht. Ja. Oh. Ja. Da hat es den Luki voll erwischt im Gesicht. Ja. Ja, aber auch kein Vorwurf. Nee, das war... Die haben beide, glaube ich, nach dem Ball geguckt und sind dann der Luki unglücklich mit seiner Nase gegen die Schulter geknallt. Kurzer Kühlakku drauf und dann, glaube ich, geht es auch wieder weiter für ihn. Hoffe ich. Oje, oje. Lukas, wir denken an dich. Ja, war es immer schmerzhaft, gerade auf die Nase. Aber er steht wieder. Sehr wichtig. Na, Kriedler Bank will natürlich, glaube ich, eine Zeitstrafe haben. Wollten sie haben, genau. Ja, aber gut, die haben beide nach dem Ball geguckt. Also ich kann dir jetzt auch dem Spieler von Holzheim keine Absicht unterstellen. Es war bei Marvin vorhin eine andere Situation, wo er für zwei Minuten gehen musste. Und von daher, ja, kommt er noch hinterher. Eieiei. Das war Körpereinsatz. Ja. Die Abwehr im 6 Meter Raum. Natürlich der Schiedsrichter, der beim Tor steht, eigentlich sehen. Also das heißt, du hast was gesehen, was nicht ganz korrekt war? Ja, Abwehrspieler stand im 6 Meter Raum. Abwehr durch den Raum. Wir haben vorhin selbst gespielt. Gab es einige 7 Meter. Wegen so Aktionen, aber gut. Wahnsinn, hast du das gesehen? Ja. Toll. Also bin begeistert. Sehr flink der Marco, ne? Hast du gesehen? Also wirklich den ersten Block und sofort nachgeschossen und geblockt.
Hat einen sehr guten Tag heute erwischt bisher. Gefällt mir ganz gut, der Marco. Ja. Ja, und wir freuen uns, dass ihr wieder online seid und uns hier zuschaut. Und ja, es steht 18-15 für den TSV Griedel. Beide Mannschaften kämpfen natürlich und kämpfen nicht nur, sondern ja, geben hier wirklich Gas und schenken sich auch nichts hier. Ne? Nee, auf gar keinen Fall. Ich sagt, Holzheim steht zwar auf dem 6. Platz, also ich glaube, bis nach oben, wenn sie auch nicht mehr drankommen. Die sind eigentlich safe. TSV Griedel fightet immer noch um den Abstieg, ja, aber ja, muss sagen, sehr couragiert und engagiert. Die ja, letzten Spiele, die wir gucken durften. Ja. Ärgerliche Zeitstrafe jetzt da hinten, die der Nils kassiert. Gegenspieler einmal festgehalten, der den Ball nicht mehr erreichen konnte. In der 2 Minuten Unterzahl für uns. Das ist natürlich sehr, sehr ungünstig, ne? Gerade dann doch einer sehr starken Mannschaft gegenüber zu stehen, Unterzahl. Aber wir haben auch schon immer gesehen, auch was der TSV Griedel aus seiner Unterzahl machen kann. Genau. Und zwar Punkte. Genau. Tore. Tore. Ja, wir haben es vorhin gesehen. Wir in Unterzahl waren als der Marvin. Ja. Haben wir ein Tor geworfen. Ja. Hinten in der Abwehr einen Ball abgefangen. Ja. Also wenn wir so aus der Unterzahl rausgehen, sehr gut. Ah, schade. War der Marco noch dran, aber hat nicht mehr ganz gereicht. Wir begrüßen natürlich auch die Kleinsten hier auf den Rang. Hier wird natürlich noch schön Ball gespielt mit den Kleinen. Sehr schön. Die Großen spielen mit den Kleinen. Das, so muss das sein. Schon mal ranführen an den Ball. Genau, ja. Ja. Ja, schön aufgepasst. Sehr gut mitgelaufen. Tempo Gegenstoß verhindert. Erste Welle. Das war mal ein Pfostentreffer. Ja? Aber wirklich. Voll durchgeladen. Oh, super Parade von Marco. Ai, ai. Aber er hat es noch mal versucht. Ja, ja, da ist... Oh. Oh. Oh, Finger ausgekugelt. Oh, Verletzung. Er hält sich eher das Handgelenk, ja. Schiedsrichter unterbinden es trotzdem nicht. Was? So, da hat das Handgelenk ein bisschen was abbekommen. Ja, sah jetzt ja, nicht so gut aus. Nee. Wurde jetzt noch ein bisschen behandelt. Deswegen, wir schalten immer die Kamera weg. Ja, das machen wir immer so, weil, wie gesagt, will keiner sehen. Möchte man auch selbst nicht sehen. Ist auch nicht schön. Nee. Und da kann man nur hoffen, dass das nichts Schlimmes ist, weil das ist halt natürlich im Handball, Kontaktsport, ne, das ist halt immer schwierig. Ja, aber er steht schon wieder. Ist passiert, wir aber... Wir zeigen das mal kurz, ja. Ja. Aber er scheint, dass ich am Handgelenk... Ja, ja, weiß ich. Hoffe nicht, dass er draufgefallen ist. Vielleicht nur ein kurzer Schreck. Ja, schmeißt den Kühlakku auch schon wieder weg, also guck, hab ich wohl mehr perfekt gesehen, ja, aber super, freut mich auch für ihn, dass es weitergeht. Die Nummer 4, ein wahrer Kämpfer. Ja. Gefällt mir. Ja, 19-16 für den TSV Griedel, das ist wieder oder immer noch komfortabel und das doch jetzt über längere Strecken.
in Führung. Ist für dich jetzt auch überraschend, hast du ja vorhin schon gesagt. Ja, habe ich vorhin schon gesagt, aber so wie TSV Kredl, ja, würde sagen, ab der 13. Minute dann gespielt hat. Ah, super Block von Lukas. Ja, so wie der TSV Kredl ab der 13. Minute gespielt hat, ist es natürlich auch verdient, dass sie führen. Ah. Hören den Trainer bis hier oben ja, hin, ne? Ja, wirklich, ja. Das war aber auch schon in der ersten Halbzeit so, ihm sind einfach die Abschlüsse zu schnell. Ich kann es auch verstehen. Warum müssen wir, wenn wir mit 2 oder 3 Toren führen, so einen schnellen Abschluss suchen? Es ist ja nicht so, dass das eine 100-prozentige ist, ne? Wo einer frei durch ist frei zum Wurf werfen kann. Ne, es sind so Rückraumwürfe. Klar, wenn sie drin sind, sagte Carsten auch, hast du super gemacht. Aber sind sie halt nicht drin, so wie eben gerade beim Romeo, dann wird er halt auch schon mal laut, aber auch das aus meiner Sicht zu Recht. Weil Aufbauspiel wichtiger wäre, wie einfach mal den schnellen Abschluss zu bringen, richtig? Oder was ist... Darum geht's doch. Also aufbauen, nicht schnell abspielen und... Ja, vor allem, wir führen ja mit 3 Toren. Wir haben ja jetzt keine Eile, dass wir sagen, hier müssen aber Holzheim heute mit 7 oder 8 Toren aus der Halle schießen, dass wir irgendeinen Druck hätten. Ja. Wir können ja ganz beruhigt aufspielen, können uns die klaren Chancen suchen. Ja. Jetzt gucke ich schon, der Jan eben schon rausgehumpelt. Auch eine wichtige Stütze in der Abwehr, ja. Auch im Angriff. Fühlt sich sein Fuß, glaube ich, ist ein bisschen umgeknickt. Oh, okay. Ja, stimmt. Jetzt auch da, gute Besserung natürlich von uns. Ja, wir hoffen, dass es nicht allzu schlimm ist. Könnte ich vielleicht nochmal auf dem Feld sehen. Ja, er hatte was am Gelenk. Ja. Fußgelenk, ja. Ja. Oh, hast du gesehen? Auch hier wieder Kontakt ins Gesicht. Naja, wurde jetzt nicht geahndet, aber okay. Ja. Hatte da... Marvin auch noch ein bisschen Redebedarf mit dem Schiedsrichter, aber ja, selten, dass die Schiedsrichter eine Entscheidung zurücknehmen. Ja, ja, klar. Ja, und bleibt dran, es wird noch ein zweites Spiel übertragen, nachher TSV Kredl 2. Auch ein sehr spannendes Spiel gegen HSG. Da muss ich jetzt ein bisschen schmunzeln. Hinterland, das ist echt nicht schlecht. Also ich musste, ich habe erst 2-mal nachschauen müssen, ob ich das richtig eingebe, ob mir einer nicht einen Spaß mit mir macht. Ja, schon wieder so schnell der Ball weg. Oh, ich glaube, als Trainer würde ich heute auch verrückt werden manchmal. Ja, 40 Minuten gespielt, 19-18. Sie kommen wieder ran. Aber es liegt natürlich auch an der Zeitstrafe, ne? Ist auch klar. Ja, ich glaube einfach, dass das Kredl jetzt so die letzten paar Minuten zu schnell vorne die Bälle verliert. Ohne erfolgreichen Torabschluss. Und das ist ja das, was in der ersten Halbzeit so gut geklappt hat, ne? Da haben wir uns die klaren Chancen erkämpft. Unsere Außen waren super drauf. Ja. Und jetzt hat sich halt Holzheim auch wieder rangekämpft. Sie merken, hier geht was. Ja. Wir können von den Fehlern von Kredl profitieren. Ja, steht es 19-19 so nach schnell, 40 deswegen, Minuten. Deswegen, ich habe ja vorhin auch gesagt, ich habe wieder ganz schnell wieder zurückgenommen. Das ist komfortable Geschichte, aber die Holzheimer haben natürlich auch sehr stark gekämpft. Oder kämpfen natürlich. Yes. Wollen sich das nicht nehmen lassen, was auch richtig ist. Ist ja auch keine schlechte Mannschaft, Holzheim. Das hat hier sowieso also, keiner gesagt. Ja. Hier ein Spaziergang heute wird für den TSV Kredl. Das war sowieso eh nicht zu erwarten. Natürlich der Vorsprung sehr gut, hart erkämpft. Aber auch zu Recht für den TSV Kredl. Ja, ja. Und jetzt muss man auch ehrlicherweise sagen, zu Recht das Unentschieden. Holzheim hat sich jetzt rangekämpft. Müssen wir daraus lernen. Vorne weniger Fehler machen und hinten wieder mehr zusammenstehen. Ja, aber wie gesagt, es ist noch nichts verloren. 41 Minuten gespielt, für beide natürlich noch alles drin. Aber Holzheim wird zunehmend stärker. Ja.
Ja, so spielen sie jetzt einfach konsequenter. Ja. Ja, und schon geht Holzheim in Führung. Ja, ist auch wieder so ein Wurf. Finde ich, muss sich der Romeo nicht gleich nehmen. Dem er ja schon auch den ein oder anderen heute verworfen hat. Super. Ja, sehr stark. Ich glaube, dem Henry kannst du heute jeden Ball auf außen zuspielen. Der macht jedes Ding und macht er heute rein. Naja. Gelb. Ja. Oh. Du siehst es anders. Schwierig. Okay. Ja, ich sag mal so, wenn er wirklich noch dran hing, kann man auch 2 Minuten geben. Aber ich finde, er hat eigentlich früh genug losgelassen. Ja. Sodass der Schütze frei geworfen hat und man hätte es einfach weiterlaufen lassen können. Das ist jetzt meine Meinung von hier oben. Vielleicht sehen es die anderen Zuschauer von zu Hause anders oder spulen nochmal zurück. Ja, mach das mal. Uns, Sie können nur nicht spulen, weil es doch live. Das ist doch live. Genau, aber wir können nicht, aber die Zuschauer daheim. Noch nicht. Später dann. Aber wie gesagt, ihr könnt uns ja mal einen Kommentar schicken, reinschicken, wie ihr es gesehen habt. Ganz locker und flockig, würde ich sagen. Ne? Ja. Ja, wieder schön zu sehen. Der Jan ist wieder zurück. Knöchel genug gekühlt. Ja. Ja, wieder Unterzahl jetzt für den TSV Griedel. Ja. Das macht es natürlich für uns auch nicht einfacher, ne? Nee. Da hast du recht. Da muss jetzt und genau eigentlich das kommen, was du ja vorhin schon gesagt hast, dass man da in Ruhe aufbaut, gerade jetzt, wo Unterzahl angesagt ist, oder? Ja, einfach mal, wie es der Jan jetzt gerade gemacht hat, mal ein 1 gegen 1 gehen, mal einen Freistoß rausholen, bringt immer auch wertvolle Sekunden und den Abschluss halt nicht zu schnell zu suchen. Oh, ne. Oder sowas halt, ja. Okay. Hast du das gesehen? Ja. Genial. Wie er den reingezimmert hat, also Wahnsinn. Das hätte ich mir nicht mal mit dem Fuß hinbekommen. Ne? Ja, hat der Jan genau die Lücke gesehen, wo er durchladen kann. Ja, ist jetzt spannend hier. 44. Minute und 21 zu 21. Ah. Hatte ich eigentlich gesagt, aber hat sich wieder geändert. Das war natürlich unglücklich. Ne? Kriegt der Lukas noch kurz auf seine Hand, dann springt er so hoch. Wenn der Spieler von Holzheim noch erwischt, ansonsten wäre der Ball weg. Also, ich wollte schon sagen, jetzt haben unsere Punktetafel war gerade auf 22 für auf unserer Seite gewesen. Hier ja. Haben sie wieder zurückgenommen. Ist ja einer mal kurz verdrückt. Ja, ja. Ja. Ganz klar. Ja, schön vom Jan. Fällt mir richtig gut. Seitdem der aus der zweiten hier hoch in die erste ist, bringt viel, viel Leidenschaft, viel Einsatz mit und hilft der Mannschaft natürlich enorm. Wenn du so einen nochmal hast im Verein, in der zweiten Mannschaft, auf den du zurückgreifen kannst und ja, der sich so gut integriert. So, jetzt sind wir auch wieder vollzählig. Jawohl. Ja, der macht heute alle Dinge rein, der Henry. Super. Ja, richtig stark. Und die Emotionen kochen hier hoch. Alle diskutieren, alle streiten mit. Und der Trainer, den hört man. Also, ganz ehrlich, wenn wir mal kein Mikrofon haben, ich hätte da eine andere Idee. Ja. Ja.
Ja, hätten wir auch laufen lassen können. Unterstütze ich den Carsten. So, Holzheim spielt eigentlich während sie Unterzahl, aber wie ja alle bemerkt haben, ist der Torhüter raus. Jetzt kommt der Wechsel. Stürmerfoul. Ja. Schade, Sandro war auf der rechten Seite ganz frei. Aber okay, Ball haben wir noch, können ruhig aufbauen. Ja, schade. Ja, den hat aber ganz ordentlich geblockt. Super Leistung vom Torhüter, ja. Muss man sagen. Aber muss der Jan auch ein bisschen besser gucken, wenn er so frei durch ist. Das Ding eigentlich sicher verwandelt. Ja, liebe Zuschauer, 22:22, 46. Minute. Wirklich spannend. Es ist nämlich nicht mehr viel zu spielen und momentan geben sich die Mannschaften aber auch gar nichts, also im positiven Sinne. Von daher wird das bis zum Schluss spannend bleiben. Glaube ich auch, ja. Oh, eieiei. Ja und? Das war, ja, Bestrafung. Das war natürlich jetzt nicht sehr sportlich. Ja, oder konsequent eigentlich mit 2 Minuten bestrafen. Haben sie ein bisschen geschlafen, die Schiedsrichter. Pascal haben sie extra aufgehalten, dass er zum Ball nicht kommt, dass es keinen schnellen Tempo-Gegenstoß gibt. Also ja. Das hat man jetzt ja sogar, also selbst ich habe das gesehen. Ja. Also du hättest auch 2 Minuten Zeitstrafe gegeben. Ja, 4 geht nicht, ne? Ja. Oder? 4 ist nicht möglich? Nee, 4 ist nicht möglich, aber kann man nicht noch einen Bonus Minuten geben? Nee. Nee, das war schlimm war es jetzt auch nicht, nein, aber wie gesagt. Es war nicht schön. Nee, 2 Minuten hätte man. Oh, ja, auch 2 Minuten. Sogar mehr vielleicht. Die besprechen sich. Ja, gibt die rote Karte. Er hat ihn geschopft auf jeden Fall, ja. Weil er hat ihn mitten im Wurf sogar hat er ihn noch wegschubsen wollen. Im oder hat Sprung, ihn sogar. Im Sprung, Sprung sogar, ne? Genau. Hinten nur in den Rücken rein. Wirkt natürlich auch eine sehr hohe Verletzungsgefahr. Ja, ja. Also es kriegt eigentlich die Jugendmannschaft schon immer gesagt, von hinten nicht mehr, weil du verlierst ja die komplette Kontrolle quasi, wenn du unerwartet von hinten noch so einen Schubser bekommst. Ja. Konsequente, aber richtige Entscheidung, ja, für mich. Ja, fand ich auch, ja. Ja. Kann sich der Spieler gerne sich nochmal anschauen. Ja, also musst halt einfach die Finger weglassen. Ja, ja. Ganz ehrlich, der ist frei durch. Kannst du ihn nicht verhindern. Es wäre auch wirklich gefährlich gewesen, auch für den Lukas. Also, wenn er dann ihn da weggedrückt hätte. Ne? Also, ja, vor allen Dingen kriegst von hinten den Schubser. Bist schon im Sprung nach vorne Richtung Torhüter. Kann es dir sogar passieren, wenn der Lukas in den Torhüter reingeknallt wäre, hätten wir vielleicht 2 Verletzte gehabt. Von daher für mich jetzt, aus... Jetzt versuchen wir die Gemüter wieder mal aus meiner mit der schönen Musik zu beruhigen. Ja, das war, wie gesagt, man merkt jetzt hier, dass die Ränge, die Zuschauer sind immer noch betroffen, weil es war schon sehr gefährlich. Ja, definitiv. Aber wie gesagt, die rote Karte zurecht. Ich glaube, der Spieler weiß es auch, spätestens wenn er sich bei uns, unserem schönen Video nochmal anguckt, ja, dass er berechtigt ist. Und ja, jetzt geht's weiter. Sind wir in Überzahl. War natürlich auch ein wichtiger Mann für Holzheim, der jetzt nicht mehr eingreifen kann ins Spielgeschehen. Na, mal gucken, wie Holzheims wegsteht. Sollte nochmal einen extra Push geben jetzt für den TSV Griedel. Also ich tippe drauf, dass wir heute mit 2 Toren gewinnen. Was? Tobi, deine Orange muss sehr viele Vitamine haben. Irgendwie, jetzt wirst du mir übermütig. Glaubst du es nicht? Na, selbstverständlich, aber ich hätte mehr, 5 Tore mehr gesagt. Aber ist okay. Nein, es wäre schon gut, da hast du vollkommen recht. Da, ja. Dafür ist Holzheim einfach zu gut. Nein, das ist ganz klar. Ja, dann schauen wir mal, ob wir das da so hinbekommen, wie du das gerade gesagt hast. Ne?
War auch interessant, ne? Eigentlich hast du sowas siehst du nur in der Bundesliga daheim im Fernsehen. Und jetzt hier Holzheim füllt jedes Mal auf mit dem sechsten Feldspieler, nimmt den Torhüter raus. Mhm. Natürlich dann auch ein hohes Risiko, ne? Ja, ja. Den Ball vorne verwerfen oder ist mal schnell weg. Haben wir halt, da ist es. Leeres Tor vor uns, der Luki braucht gar nicht so weit laufen. Sehr schön, ja. Das ist halt dann, ich habe gerade von gesprochen, das Risiko, ne, wenn ja, du ja. den Torhüter raus hast. Aber das Risiko musst du, glaube ich, dann nehmen, weil, ja. Also, Lukas, super gemacht. Ich hätte es auch hinbekommen. Also, bei so einem leeren Tor, wenn. Ja? Du guckst jetzt so. Also, du meinst, ich kann noch nicht mal geradeaus einen Ball werfen. Ich sehe schon. So schätzt Können du ja. Auch. Ja. Nee, nee. Nee? Der ist schon okay. Aber Tobi, du bist jetzt hochkonzentriert. Ich merke das schon. Du bist jetzt mitten im Spiel. Ich überlege gerade was. Ach so, du überlegst gerade was. Okay. Ja, vielleicht sollten unsere lieben Zuschauer ja. oh je, mal in die Kommentare reinschreiben, ob sie dir zutrauen, ob du das leere Tor triffst von der Mittellinie. Ja. Vielleicht könnten wir mal in der Halbzeit bei ja. unserem nächsten Spiel. Also du meinst, wir müssten das mal aufzeichnen, ob mir das gelingt? Also ich habe da keinen Stress mit. Solange du nicht im Tor stehst, weil das... Nein, du musst nur das leere Tor treffen. Ja, ja, aber du kannst ja im Tor ja. stehen und dann weggehen. Oder ich stelle mich gar nicht rein. Dann wäre die Motivation vielleicht höher. So musst du es sehen. So, ja. okay. Ja. ja, 25 zu 23 für TSV Griedel. Da sind noch knapp 10 Minuten zu spielen. Ja. Ja. Abwehr vom TSV Griedel hat sich wieder gefangen, finde ich. Ja. Also spielen die letzten paar Minuten eine sehr gute Abwehr, sind sehr stabil. Ja, war kein Fuß weiter, nee. Also Fuß habe ich von hier oben auch nicht gesehen. Nee, da war doch Marco, aber... Warum? Also er hat jetzt angemerkt, dass er ihn schon hatte oder was? Ja, er war noch dran, also Abwehr hat abgefälscht, der Marco war noch dran. Ja, ja aber muss ich auch ganz ehrlich sagen, vielleicht haben es die Schiedsrichter, was heißt vielleicht, die Schiedsrichter werden es nicht gesehen haben, aber dann dürfte TSV Griedel trotzdem nicht abschalten, aber ich glaube, diese Entscheidung eben hat den Marco jetzt nochmal extra geputscht. Hast du gemerkt, ne? Wie er gesagt hat, ich zeige euch mal jetzt hier. Ich habe ihn doch jetzt gehabt. Ich habe ihn doch in der Hand gehabt. Ja. Genau. Willst du es nochmal sehen, dass ich ihn gehabt hatte? So war das. So ja. war gerade die Reaktion von genau. ihm. Das stimmt, ja. Das hätte man fast so, die Gedanken haben wir gerade gelesen. Ne? Ja. Ja, wirklich. Ah, schade. Ja. Ja, sehr gut aufgepasst, stark. Weiter, weiter, sagt ja. er. Also aufhören wollten die jetzt nicht, aber ist gut, dass der Trainer das nochmal mitgeteilt hat. Ja, wie gesagt, wir haben schon mit 4 Toren geführt, ne? Holzheim ist wieder rangekommen. Jetzt geht es so langsam in die entscheidende Phase. Wir haben nur noch 8 Minuten zu spielen. Da ist jeder Ballgewinn, jedes Tor enorm wichtig. Und noch wichtiger ist jedes Tor, was wir verhindern können. Na klar. Und von daher Hochspannung jetzt in der Abwehr. Vorne konzentriert spielen. Sich die klaren Chancen wieder erarbeiten. Und... Ja, jetzt bauen sie langsam auf, ne? Haben vielleicht ein bisschen gehört, was du gesagt hast. Sehr gut. Du solltest mir ein Getränk holen, nicht in den Pausen jetzt noch hier den Trainer machen, Tobi. Na, ich glaube, es will auch naja, sich keiner von den Spielern wirklich vom Karsten anhören. Wir haben verloren, weil ihr alle zu schnell abgeschlossen habt oder
einfach zu übertretbar. Also ich glaube, dann hören wir es sogar hier oben von der Kabine aus, wenn der Carsten loslegt. Aber es soll nichts Negatives sein. Nein. Wenn der Carsten uns mal irgendwann zuhört und sagt, was faseln die alles? Also ich finde, er macht schon genau richtig. Auch das war gute Abwehr, muss man auch sagen. Habe ich jetzt gerade nicht aufgepasst, aber ja. Haben sie sehr gut den Ball sich geholt, ja, muss man sagen. Die Holzheimer. 26 zu 24 für den TSV Griedel. So langsam wird es eng und das ist ein bisschen mehr wie 6 Minuten noch zu spielen. Ja, es geht ja so langsam in die Crunch Time. Oh. Ich glaube, genau für die Aktion hat er jetzt gerade Nils gebracht. Für den Jan. Das war ein super starkes Anspiel an den Kreis. Ja. Carsten, wie immer, weiß genau, was für ein Spielzeug kommt. Spielzug kommt. Hast du Spielzeug gesagt? Spielzeug kommt, so. Ja. Das ist okay. Ja, muss einer mit. Sehr gut, Luki. Nochmal zurück. Jawohl. Was? Wir sind gerade auf einem richtig, richtig guten Weg. Super. und es sind noch ein bisschen über 5 Minuten zu spielen. Da könnte was für uns drin sein. Ich habe gesagt, wir gewinnen mit 2. Hast du gesagt. Und du wolltest ja noch 5 draufpacken. Nein, du kriegst den Gutschein aber nicht. Du darfst nicht mitspielen. Ich weiß, du willst gerne eine Sauna. Ja? Hast du das gesehen? Ja, der Margo ist jetzt... Der ist on fire. Schwierig jetzt zu überwinden. Ja. Ich glaube, der hat einfach wegen diesem einen Ball so viel Frust genau. in sich, dass er alles wegfischt da hinten, was kommt. Dass er den Schiedsrichter sagen will, hast du jetzt gesehen, ich habe ihn jetzt wieder gehabt, den Ball. Oder wolltest du sagen, ich habe ihn nicht. Ja. Das ist wirklich so. Will einfach dem Schiedsrichter keinen Grund geben, Tor zu pfeifen. Genau. Ja, ja, aber es ist natürlich auch sehr wichtig, ne? Dass wir jetzt den Margo da hinten drin haben. Wir haben 3 Tore Vorsprung, 2 Tore Vorsprung. Und dass wir jetzt bei 4 Toren sind, glaube ich, haben wir auch viel dem Marco zu verdanken. Der hat hinten die Kiste sauber gehalten. Weil wenn Holzheim, glaube ich, nochmal rangekommen wäre, dann hätten die auch einen Riesenschub gehabt. Und wäre es natürlich für uns noch schwieriger gewesen, da dran zu kommen. Ja. Ja. Aber wie gesagt, der Marco hinten stark im Tor. Vorne ein konzentrierter Angriff. Sauber. Wichtiges Ding. Super. Ich fasse es nicht. Noch 4 Minuten zu spielen. Ja, ich glaube, bei Holzheim hat es auch viel ausgemacht. Die rote Karte war natürlich auch ein wichtiger Faktor der Spieler. Ah, schön. Was sie selbst ein bisschen aus dem Konzept gebracht hat, beziehungsweise immer einen rausnimmst, der Dreh- und Angelpunkt ist. Klar. Wenn du den Nils oder den Jan rausnimmst, die eine rote Karte kassieren, kommt natürlich auch ein Bruch rein in unser Spiel. Das, glaube ich, war so ein bisschen ausschlaggebend. Natürlich mit der guten Torhüterleistung von Marco und unserem strukturierten Angriff, will ich es mal so sagen, dass wir jetzt hier mit 4 Toren 3 Minuten vor Ende führen. Du willst damit sagen, wenn man es jetzt ordentlich runterspielt, ich will es jetzt nicht runterquatschen, wäre jetzt der Sieg definitiv drin. Ja, den habe ich ja in der 47. Minute, habe ich ihn ja schon vorhergesagt. Ich weiß, aber trotzdem kriegst du keinen Gutschein. Das muss ich hier nochmal erwähnen. Für Personal nicht zugänglich. Nicht zugänglich. Nein. Ja. Ja. Jetzt wird es schon für Holzheim ein wenig schwierig.
Noch 2,5 Minuten zu spielen. Die 5 Tore wieder auszugleichen. Ja. Wollen wir gar nicht mehr so aggressiv, glaube ich, hingehen. Kreisläufer den Ball hat, nochmal einen Schubser. Hätte er noch einfach werfen lassen können. Wenn wir nicht in Unterzahl, aber okay. Naja, ist doch sein gegönnt. Na, jetzt kommt Holzheim nochmal sehr offensiv raus. Ja. Quasi Manndeckung. Aber noch 2 Minuten zu spielen. Ja, müssen jetzt halt alles riskieren. Ne? Wir müssen uns jetzt viel bewegen ohne Ball. Mal einen Freistoß ziehen. Ja. Können wir ein bisschen Zeit von der Uhr nehmen. Ah, ja. Hast du das gewonnen. Toll. Ja. Da merkt man, dass es Brüder sind, die verstehen sich einfach blind. Da weiß der eine, wo der andere hinläuft. Ja, Holzheim muss jetzt aufmachen, also wie gesagt, das wird jetzt denen keinen Vorwurf zu machen. Müssen auf Ballverluste hoffen. Ja, auch den haben wir. Sehr gut. Können wir ruhig aufbauen. Ja, das ist ein. Der Carsten freut sich schon, ja. Das ist ein Sieg für den TSV Griedel, muss man einfach hier an der Stelle sagen. Es ist ein bisschen über eine Minute zu spielen, das wird jetzt schwer. Ja, vor allen Dingen haben sie auch überragend gespielt. Toll, natürlich, ja. Natürlich war klar, dass das hier kein Spaziergang wird, dass Holzheim auch nochmal rankommt. Aber selbst beim 19:19 haben wir einmal nicht den Kopf verloren und haben uns aus der Ruhe bringen lassen. Ne? Wir haben wieder angefangen, vorne klare Aktionen zu starten. Ja. Wir haben die erste Welle von Holzheim gut unterbunden. Also, wenn es nach mir gehen würde, wären es auch 4 Punkte heute mal für den TSV Griedel nach der tollen Leistung. Ich glaube, ich hätte keiner damit gerechnet. Aber wie ich schon gesagt habe, der Carsten hat sehr gut die Mannschaft erreicht, seitdem er das Traineramt übernommen hat. Ja, noch 20 Sekunden, das ist ja Wahnsinn. Ein Stück weit natürlich seine Arbeit. Der immer weiß, was zu tun ist, nach wem man gucken muss. Und jetzt wird es sogar mit 6 Toren. Ja. Also warst du gar nicht so weit weg mit deinem Tipp. Ja, sag doch. Soll ich den Gutschein bekommen? Nein, das ist okay. Oh, jetzt haben sie den Ball einfach. Ja. Ja, super. Ja. Toll. Also das war, liebe Leute, also liebes Publikum, liebe Zuschauer, 32:26, das hätte hier keiner gedacht. Vor allem am Anfang haben wir noch gesagt, oh, das wird heute ein wenig schwierig werden. Aber dass dann das dabei rauskam, das ist ja echt toll. Sieht es also eigentlich aus? Kommen die Trainer gleich noch hoch? Ja, sie kommen nochmal gleich hoch, also bleibt dran. Die Trainer kommen gleich nochmal zu uns und geben ein Interview. Und herausragendes Spiel, muss man einfach sagen. Ja, muss man ganz klar sagen. Ja, top eingestellt vom Carsten, die Mannschaft. Wie gesagt, auch nach einer 4-Tore-Führung ist Holzheim nochmal rangekommen auf den Unentschieden. Ist keine Hektik aufgekommen. Alles überragend gemacht. So, jetzt werde ich mir schon mal hier meine Kamera versuchen hier aufzubauen. Die eine kann ich ja gar nicht mehr. Die ist ein bisschen ungünstig, aber ich versuch's mal. Das habe ich ja clever gemacht, aber da auch das kriegen wir hin. Das seht ihr jetzt alle nicht. Das ist gut so. Ja. Zuschauer von Griedel stehen natürlich auch auf, applaudieren zu Recht. Haben sie richtig geil gemacht, die Jungs. Von uns hier oben herzlichen Glückwunsch. Ja, auf jeden Fall. An die Mannschaft, an den Trainerstab. Sehr gute Arbeit, Mannschaft sehr gut eingestellt. Verdient gewonnen. Ja. So, jetzt erhoffe ich mir natürlich, dass die Trainer gleich nochmal kommen.
Ja, aber wir können es hier nochmal gut sehen. Die Kameraeinstellung passt gerade sehr gut. Der Spieler von Holzheim, der rot bekommen hat, fragt nochmal nach. Glaube ich. Warum, wieso, weshalb. Er kann es, glaube ich, nicht so ganz verstehen, dass er für direkte rote Karte gekriegt hat. Aber ich finde es auch immer noch mal schön, dass die Spieler sich vielleicht mit den Schiedsrichtern noch mal austauschen. Und ja, jetzt warten wir auf die zwei Trainer. Ja, Tobi, jetzt warten wir nur noch. Jetzt musst du mal gucken, ob ich gut zu sehen bin. Ja, doch. Ja. Schlank natürlich, deswegen an der Wand. Ja, ist ja wohl klar. Du kannst natürlich so fotogen, wie du bin ich jetzt natürlich nicht. Du kannst natürlich nochmal auf die Fläche schalten, wenn du willst. Ja. Oh, ich hätte dich jetzt auch mal ein Bild geladen. Ich wollte doch nur schauen, ob ich reinpasse. Ja, sah sehr gut aus. Du weißt, man darf nicht lügen, das ist nicht gut. Ja, die Zuschauer geben uns ja recht, also, oder? Die Wahrheit muss man vertragen, das verstehe ich. Ja, jetzt kommen sie jetzt oder kommen sie nicht? Ich weiß es nicht. Wo weiß nicht, ich sehe auch den Carsten gerade nicht, wo der abgeblieben ist. Hm. Da kommen sie. Na, unser Trainer kommt schon mal, ne, er überlegt noch. Ja, erstmal. Er soll er jetzt nicht jeden hier noch die Hand geben. Ja, das kann aber er später der Sekretärin, wie gesagt, ja. Finde ich schon schön, dass er sich auch bei ihr bedankt. Ah, ja, ist natürlich, er genießt natürlich jetzt hier die Bühne. Er genießt ja, die Bühne, oder? Ja, Trainer von Holzheim ist auch auf dem Weg. Natürlich nicht so stolz wie der Carsten, aber kommt auch gerne hoch. Glaube ich. Ja, so mal kurz festgequatscht. Er genießt die Bühne, so habe ich es doch fast richtig gesagt. Jetzt warten wir nur noch auf den Counterpart, der wird da gleich hoffentlich kommen. Ja. Kommunikation klappt bei uns. Ist auf dem Weg. Muss ich vielleicht auch noch mal kurz austauschen. Okay, dann, ja. Also braucht er noch, oder? Ich würde sagen, wir können ja mit Carsten schon mal anfangen. Also er braucht noch eine Weile, dann hilft es nicht. Dann müssen wir einfach mal unseren Supertrainer hier gratulieren. Also wir sind wirklich sehr, sehr stolz. Also wir haben am Anfang, also ich war nicht schuld, sondern der Tobi hat gesagt, Holzheim, wir sind hier die Favoriten. Ich habe das ja immer anders gesehen. Nein, also wirklich, das war am Anfang für uns, wo wir gesagt haben, oh, hoffentlich gelingt uns das heute. Am Anfang hatten wir auch gemerkt, sind nicht richtig reingekommen, aber dann war es unheimlich stark, was du aus der Mannschaft da rausgeholt hast. Natürlich die rote Karte von Holzheim hat vielleicht nochmal die Mannschaft irritiert, was Holzheim angeht, aber toll gemacht. Aber vielleicht hast du ein kurzes Statement zum Spiel. Ja, wie das ja die ganze Saison so ist. Ja. Ja. War das schon eine reguläre Aufgabe? Wie du es auch gesagt hast, wir sind sehr, sehr schlecht reingekommen. Ja. Haben dann das Spiel gedreht. Pascal Orbisch heute nach 17 Monaten wieder gespielt, hat sehr, sehr stark vor allem mit der Abwehr gespielt. Und haben das Ding dann zurückgekämpft und waren eigentlich in der Halbzeit so, dass wir weitermachen wollten. Es ist uns überhaupt gar nicht gelungen. Sind ganz, ganz schlecht 10 Minuten wieder zum Intritt gekommen. Ja, und dann die rote Karte haben uns natürlich auch gut getan. Ja. Die haben uns ja auch erarbeitet. Also es ist ja nicht so, dass wir dann Glück hatten oder sowas, sondern die haben uns erarbeitet. Klar. Und dann kommst du dann irgendwann in den Flow und den haben wir dann ausgenutzt. Und ja, da brauche ich keinem erzählen, wie froh ich bin, dass wir
in der Situation gegen Sechsten zu Hause gewinnen. Toll. Also ganz, ganz toll. Also ganz tolles Spiel. Vor allen Dingen, wir haben gemerkt, wo die Breaks waren. Ich weiß nicht, was du mit den Spielern dann machst. Also wir glauben dann immer, das ist dann fast eine andere Mannschaft. Du motivierst alles die sie. Mannschaft. Du musst, alles die aber Mannschaft. Du motivierst sie. Das Lob musst du annehmen. Das stellen wir alle fest. Auch die Zuschauer sagen uns das, geben uns das Feedback. Also ganz, ganz toll. Das ist schön zu sehen. Vor allen Dingen das Spiel, wie gesagt, auch für die Zuschauer sehr spannend, weil es einfach auch so eine Dramaturgie bis hin zum, ey super, ihr habt hier mit 6 Toren das ganze Ding mal gerobbt, also ganz toll. Geht aber auch nicht immer so. Ja, doch, aber immer wenn wir übertragen, das ist die Hauptsache. Also vielen Dank, vielen Dank und Gratulation. Ja, er ist natürlich stolz, aber ja, der Holzheimer Trainer, ich weiß nicht, er steht dann immer noch da. Ja, was meinst du? Warten wir? Vielleicht erstmal die Niederlage verkraften. Also, weiß nicht, wir haben jetzt noch ein Spiel zu übertragen. Wir müssen uns auch mal irgendwann stärken. Wir müssen jetzt mal leider genau die Pause hier einlegen. Und das tut uns ja auch leid. Ja, aber wie gesagt, aber ich kann jetzt auch nichts. Was denn das? Alter. Ich kann ihn jetzt auch nicht zwingen. Und, Entschuldigung. Was denn? Was war? Habe ich was verpasst? Ja, der Trainer von der zweiten Mannschaft hat ein Trikot an, hat Hosen an und will doch heute nicht nochmal spielen. Achso, okay. Okay. Entschuldigung, es war gerade. Ja, 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 okay. Ja, aber wie gesagt, gut. Es hilft nichts. Also wir hilft müssen nichts. Wir machen jetzt eine kurze Pause. Wir müssen ja auch mal irgendwann was trinken. Genau, und was wir essen. Müssen jetzt da einen Break machen. Also vielen, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Das war ein ganz tolles Spiel. Danke, Tobi. Und wir sind jetzt gleich beim zweiten Spiel natürlich wieder dabei. Genau, Anpfiff um 20 Uhr. Um 20 Uhr, da gibt es wieder was zu gewinnen. Genau, haben die Zuschauer auch noch ein bisschen Zeit. Wir überlegen mal, ob wir dann nochmal doch den Saunagutschein irgendwie an Mann oder an die Frau bringen. Ja. Okay. Alles klar. Dann bis später. Ja, dann bis später. Ciao. Und, ja, mach's gut. Ciao.